Wieso wurde gegen Navigator eine Anzeige erstellt? Wegen gefälschtem Führerschein vielleicht? Das klären wir in der heutigen Breaking News Folge von Stories. Viel Spaß mit diesem Video. Gegen den Leipziger Mittelfeldstar hat die Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl wegen Urkundenfälschung in zwei Fällen erlassen. Gleich zweimal soll Cater versucht haben, einen angeblichen Führerschein aus seiner afrikanischen Heimat umschreiben zu lassen. Dies bestätigte Gerichtssprecher Stefan Glaschke gegenüber Bild. Die Papiere seien demnach von Spezialisten des sächsischen Landeskriminalamtes allerdings als Totalfälschung identifiziert worden. Was blüht dem 22-Jährigen nun? Es handelt sich um eine Strafe im sechsstelligen Bereich, so Glaschke. Zum Vergleich: BVB-Star Marco Reus musste wegen Fahrens ohne Führerschein 500.000 Euro zahlen. Nach Bildinformationen werden zudem auch gegen Cater in Kürze mehrere Ermittlungsverfahren wegen des gleichen Vorwurfs anlaufen. Bezüglich der möglichen Urkundenfälschung hat Cater nun eine Woche Zeit, um die Strafe zu akzeptieren. Falls nicht, wird er sich vor Gericht verantworten müssen. Die Reaktion von Cater Club Leipzig gegenüber der Bild heißt: Dieser Vorgang ist uns bekannt. Wir gehen nach eingehenden Gesprächen nicht davon aus, dass es sich um eine Fälschung handelt. Der Anwalt von Nabi ist eingeschaltet und wartet nun auf Akteneinsicht.